Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal. Im Naturheilkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können, denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute möchte ich mit Ihnen mal über das Thema MSM sprechen. Und zwar ist MSM die Abkürzung für Methylsulfonylmethan. Das ist eine organische Verbindung, die so ähnlich teilweise in unserem Körper vorkommt. Unser Körper enthält in der Regel 5-mal mehr Schwefel als Magnesium. Schwefel ist im Grunde so etwas wie ein Entgiftungsmechanismus im Körper, also alles, was irgendwie mit Schwefel zu tun hat. Hat irgendwas mit Entgiftung zu tun. Glutathion zum Beispiel, da ist Schwefel mit drin. Alpha-Liponsäure, wenn ich mich recht entsinne, ist da auch Schwefel mit drin. Also von daher hat Schwefel eine ganz besondere Bedeutung, was die Entgiftung angeht. Wir haben zum Beispiel auch 40-mal mehr Schwefel im Körper als Eisen. Also Sie sehen, Schwefel hat eine besondere Bedeutung für unseren Körper. Und es ist unverzichtbarer Bestandteil für ganz, ganz viele chemische Stoffe, wie zum Beispiel Enzyme, Hormone und eben die Entgiftungsenzyme, die wir so haben, aber auch ganz viele lebensnotwendige Aminosäuren benötigen Schwefel. Ohne das ist da kein Leben, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn Sie den Menschen allen Schwefel entziehen würden, ich weiß, geht nicht, rein hypothetisch, wäre er tot, Punkt. Wofür wird MSM angewendet? Wofür können Sie es nutzen? Also zum einen hat sich es gezeigt, dass es recht hilfreich ist, neben anderen Dingen, für ein stabiles Immunsystem. Ich tippe einfach mal drauf, es liegt ein Stück weit eben daran, dass es auch Entgiftungseigenschaften hat und darüber, wie soll ich sagen, alles ein bisschen runterlaufen lässt, als wenn halt Schwermetalle, wie soll ich sagen, das Immunsystem blockieren. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass es bei Allergien die Symptome ein Stück weit nimmt. Manche berichten sogar davon, dass sie davon geheilt wurden. Okay, probieren Sie es einfach aus. Ich möchte da keine Garantie zu aussprechen, dass das so ist oder nicht. Dann ein ganz wichtiger Aspekt ist Arthrose, Arthritis, generell allgemein Gelenksentzündung. Da hilft es wahre Wunder, weil es wie so eine Art Vorbestandteil der Knorpelmasse ist letztendlich. Und viele Menschen, die eben Probleme mit ihren Gelenken haben, nehmen eben MSM als Hauptbestandteil ein und ergänzen das an unter Umständen zum Beispiel um Grünmuschelextrakt oder um Glucosamin und so weiter. Und ganz oft, ich hatte schon einige E-Mails von älteren Herrschaften, die jetzt an die 90 sind, die sagten, seit 20 Jahren nehmen sie MSM ein oder dieses oder jenes und sie sind komplett um jegliche Hüft-OP rumgekommen. Also vielleicht gibt Ihnen das als Anregung, sollten Sie da jemanden kennen oder vielleicht selbst betroffen sein, ihn mal mit der Nase da drauf zu stupsen, dass er sich da mal drüber informiert. Sie müssen ihn nicht zwingen, aber zeigen Sie ihm einfach, die Möglichkeit besteht. Und wenn er dann trotzdem arzthörig ist und sagt, er braucht nun mal partout sein neues Hüftgelenk, okay, man kann nicht mehr als Menschen, und das ist auch mein Anliegen in diesem Kanal, eine Anregung zu geben, was sie tun könnten. Tun muss es jeder selbst. Dann hilft MSM ganz gut bei Entzündungen, und zwar innerlich wie äußerlich. Also ich würde es durchaus mit auf Wundverbände mit draufpacken, um den Heilungsprozess voranzubringen. Es hat sich auch gezeigt, dass es bei entzündlichen Hauterkrankungen wie der Rosacea ganz gute Wirkung zeigt und die etwas abklingen lässt. Dann hilft es zum Beispiel nach dem Sport oder generell im Rahmen des Trainings, Muskelstehen zu minimieren. Also das heißt, Muskelkater etc. auf ein Minimum runterzufahren. Und generell sollte natürlich jeder, der Leistungssport treibt oder Intensivsport treibt, was wirklich toll ist, ohne Frage, ich mache zu wenig Intensivsport, zwar viel Bewegung, aber nicht so intensiv. Wer intensiv das Ganze trainiert, sollte allerdings nach dem Training auch dafür sorgen, dass sein Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist, um diese Schäden, die natürlich im Rahmen des Trainings automatisch entstehen und entstehen müssen, weil sie ja etwas überlasten über das Maß hinaus, was bis dahin eigentlich vorgesehen war,
Um das nicht überhand nehmen zu lassen, sollten Sie sehen, dass Sie sich eh ein Stück weit schützen. Also zum Beispiel Vitamin C danach einnehmen, ein Smoothie, einen grünen Smoothie danach trinken. Quercetin ist eine Sache und MSM ist eben ein weiterer Baustein in dieser Reihe. Dann verbessert es den Energiepegel. Also neben Dingen wie Zink und anderen Sachen hilft auch MSM eben dabei, dass Sie etwas fitter werden. Also wenn Sie unter Schwäche, Antriebslosigkeit etc. neigen, versuchen Sie es mal. Wie gesagt, es ist keiner ist wie der andere. Es gibt eben, wie gesagt, bestimmte Studienlagen, bestimmte Erfahrungswerte, die darauf hindeuten, dass es helfen kann. Heißt aber nicht, dass es in Ihrem speziellen Fall oder bei Ihrem Freund oder Bekannten, für den Sie das Video dann vielleicht weiterleiten, es dann auch genauso helfen wird. Kann ich leider nicht garantieren. Schön wär's. Es hilft bei Krebs oder zumindest unterstützt es bei Krebs, was jetzt kein Wunder ist. MSM ist ja schon ein Hilfsmittel für das Immunsystem. Krebs ist jetzt meine persönliche Sichtweise, ein außer Kontrolle geratenes Immunsystem, aber im zu schwachen Sinne. Das heißt also, normalerweise entsteht im Körper tagtäglich ständig irgendwelche Krebszellen. Das ist völlig normal. Und wenn man so Obduktionen macht von Menschen, die halt 60, 70, 80 sind und plötzlich gestorben sind, dann konnte man wohl bei den meisten Menschen, als sowas mal gemacht wurde, feststellen, dass sie irgendeine Art von Krebs hatten. Also bei Männern ab 80 war es so 100%, glaube ich, Prostatakrebs. Frauen ab einem bestimmten Alter hatten fast alle irgendwie Brustkrebs. Aber bei keinem davon war es die Todesursache. Die Todesursache war irgendwas anderes, sei es ein Autounfall, ein Herzinfarkt, was auch immer, von der Leiter gefallen, Genick gebrochen, wie auch immer. Jedenfalls nichts, was mit diesem Krebs zu tun hatte. Und das liegt ein Stück weit eben daran, dass wenn Sie Ihr Immunsystem unterstützen, können Sie durchaus Krebs im Körper haben, was nicht grundsätzlich ein Problem ist, sofern es nicht ausufert. Und ausufern tut es oft dann, wenn wir uns schlecht, sehr bescheiden ernähren, weil also Krebszellen, arbeiten meist über Vergärung. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wir haben zwei Arten von Stoffwechsel in den Zellen. Einen althergebrachten, Jahrmilliarden alten Stoffwechselmodus sozusagen, den auch unsere Augen zum Beispiel benutzen oder unser Herz, der wenig freie Radikale produziert und ganz viel über Zucker arbeitet. Und da wird es vergoren und über diesen Vergärungsprozess wird Energie gewonnen. Das ist ein extrem ineffizienter Prozess, aber er hat eben den Vorteil, dass ganz wenig freie Radikale entstehen. Das heißt, Zellen, die wie unsere Augen oder unser Herz immer eigentlich in Aktion sind und immer eh schon hier freie Radikale bilden, einfach durch ihre Exposition, haben dann einen Stoffwechsel gewählt, der halt nicht noch zusätzlich was produziert. Alle anderen Zellen, die eben nicht jetzt noch von außen irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt sind, die können es sich leisten, den effizienteren, nämlich den sauerstoffbasierten Stoffwechsel einzuschalten sozusagen und über entsprechende Menge an Sauerstoff und Zucker Energie zu produzieren. Also die interne Energieeinheit ist ATP. Bei Krebszellen hat man festgestellt, und das ist schon eine relativ alte Erkenntnis, die geht auf Herrn Otto von Warburg zurück, der auf die erste Idee da kam, dass sich die Krebszellen switchen. Die legen den Schalter um und ernähren sich hauptsächlich von Zucker über Vergärung. Hat verschiedene Probleme, die es mit sich bringt. Unter anderem den, dass durch diese Vergärung bilden sie Milchsäure, die sich wie ein Mantel um die Krebszellen rumlegen kann. Weswegen einige zum Beispiel eine sogenannte ketogene Ernährung propagieren an der Stelle, nämlich eine Ernährung ohne, sagen wir mal, so gut wie ohne Kohlenhydrate. Und da meine ich wirklich Kohlenhydrate, nicht mal Zucker, sondern wirklich auch schon Bananen, Kartoffeln etc. fällt da unter Kohlenhydrate, weil das wird am Ende verstoffwechselt zu Zuckermolekülen. So, ziehen wir den Bogen wieder zurück. Wenn das Immunsystem also geschwächt ist, kann sich ein Krebs fortbilden. Wenn dann noch eine schwache Ernährung dazu kommt, schreitet der Krebs irgendwann auch voran und irgendwann manifestiert er sich so, dass Sie ihn sehen können. Und dann ist natürlich schon Holland in Not, gar keine Frage. Also da würden mir auch die Muffe gehen. Deswegen bemühe ich mich, alles vorweg zu tun, dass da nichts passieren kann oder nichts passiert. Sollte es mir irgendwann passieren. Kann ja sein, wer weiß. Dann habe ich die Arschkarte gezogen auf gut Deutsch, weil viel mehr kann ich an meinem Leben nicht optimieren, was Ernährung angeht, Lebensumstände, als das,
wo ich sozusagen bin. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich habe Lebensumstände, die schön sind. Ich ernähre mich gesund. Viel mehr können sie nicht tun. Und wenn es dann doch passiert, dann ist das eben Schicksal. Ja, und es hilft eben, hatte ich eingangs auch schon erwähnt, MSM hilft eben als letzten Punkt bei der Entgiftung. Wie schon gesagt, fast alle Entgiftungsenzyme im Körper beinhalten Schwefel. Da kommt auch diese Inhibition her, dass es bei der Entgiftung hilft. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein paar Informationen vermitteln. Ich hoffe, Sie konnten mir halbwegs folgen. Es war nicht zu langatmig für Sie. Und ich konnte ja das Wichtigste eben vermitteln. Alle wichtigen Informationen oder zumindest die wichtigsten Informationen finden Sie unterhalb des Videos, wenn Sie auf Click More oder Show More oder sowas in der Richtung klicken bei YouTube. Dann öffnet sich ein Fenster unten drunter und da finden Sie dann nochmal die ganzen Informationen, teilweise Bezugsquellen und so weiter. Ja, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, Kritik haben oder Lob haben oder irgendwelche Themenwünsche, schreiben Sie mir gerne als Kommentar unterhalb des Videos. Wenn Ihnen das zu unangenehm ist, können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info@kallmeier-naturheilpraxis.de, also so geschrieben wie hier. Das ist auch gleichzeitig meine Homepage und mein Blog und ich freue mich natürlich, wenn Sie da öfters mal reinschauen, weil da stehen andere Themen oft drin, als was ich hier als Video mache. Und natürlich, vergessen Sie bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn Sie hier durch Zufall drauf geraten sind und das Video das erste Mal sehen, dann bitte einmal bitte abonnieren, damit Sie auch immer wieder auf dem Laufenden gehalten werden, wenn was Neues kommt und zumindest mal gucken können, so passt der Titel? Nö, uninteressant, nächstes Mal. Oder aber Sie gucken drauf, sagen, Titel für mich nicht interessant, aber ich habe einen Freund, ich glaube, der sollte sich das mal angucken, dann leiten Sie das einfach mal weiter. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.